Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem, ja, boah, Let's Play, wie ich es gar nicht mehr sagen. Es ist eine kleine Vorschau, also hier werden wir landen, so wird es aussehen. Also wir sind auf der neuen Karte aus der Platinum Edition und ich habe schon so ein bisschen was vorbereitet, dementsprechend wollte euch schon mal einen kleinen Einblick geben. Am nächsten Wochenende wird es dementsprechend losgehen. Es werden zwei Let's Plays umziehen auf diese Karte. Ja, klar, man muss natürlich ein bisschen was aufpeppen, was nicht richtig funktioniert. In dem Fall ist es die Winterberg, weil den Jungs auf der Winterberg wird es wohl zu kalt im Winter. Die haben gesagt, wir kommen mit, wir gehen nach mit nach Südamerika, genau wie die Leute auf der Drei-Stern-Hof gesagt haben. Ja, unseren kleinen Kram, wir kommen hier nicht so zurecht. Da ist ein bisschen eng, das ist ja schon, ne? Klima ist besser, wir kommen auch mit. Also, ihr werdet hier also sozusagen das Teile dementsprechend der beiden Let's Plays wiederfinden. Ja, Produktion und Tier-Special, hieß es immer so schön bei der Winterberg. So ähnlich wird es hier dementsprechend auch laufen. Ich habe hier einiges vorbereitet. Die Grundkarte ist ja im Prinzip, klar, Platinum-Edition und dadurch kam halt natürlich der Zuckerrohr dazu. Aber wir hatten natürlich hier zum Beispiel auf der Winterberg schon einige Produktionen zusätzlich. Wie zum Beispiel die Sojamilchproduktion, wie zum Beispiel auch die Biodieselraffinerie, wie zum Beispiel eine Bäckerei. Wir hatten eine Palettenfabrik und wir hatten auch eine Brauerei zum Beispiel, mit der wir schon gearbeitet haben. Genauso gut haben wir zum Beispiel unser Futter für die Kühe und sowas, schon die passenden Geräte und sowas für gehabt. Ja, und so ähnlich wird's hier jetzt auch laufen. Das heißt nicht nur so ähnlich, sondern wir haben das Ganze erweitert, unter anderem auch an Produktionen erweitert, die ich bis jetzt noch nirgends auf einen von meinen Let's Plays verwendet habe. Um das Ganze jetzt mal ganz einfach zu machen, also ich werde jetzt keine super detaillierte Mod-Vorstellung hier machen. Also ich werde euch einmal so die Gebäude zeigen, einmal zeigen, was wir hier so stehen haben, was euch erwartet. Am nächsten Wochenende, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr es fertig habt. Die Karte jetzt, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist so, ja, ich sag mal so 80, 85% fertig. Ich muss vielleicht ein paar Kleinigkeiten ändern, mal hier, mal da. Muss ja alles dementsprechend weitergehen. Auch die anderen Let's Plays wollen natürlich weitergeführt werden. Ist natürlich schon ein Stückchen Arbeit drinne hier. Ne, seht ihr gleich auch dementsprechend, wie viel Arbeit hier schon drin steckt. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich dann am nächsten Wochenende mit dabei seid. Es wird wohl Sonntag sein. Sonntag um 10:30, um 10:30 wird das Ganze wohl starten. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr dementsprechend mit dabei seid. Das ist halt dann der 26.11.2017. Und ja, es wird am Montag jeweils dann Wir sind weg Videos geben von der Winterberg wie auch der Drei-Sternhof. Ja, wie gesagt, ich versuche natürlich ein, zwei Sachen hier mit drin zu machen. Also Tiere, ja, kommen hier natürlich jetzt in gewisser Stückzahl vor. Wir haben auch dementsprechend ein bisschen was mitgenommen. Auch an der Technik, die wir jetzt hatten, zum Beispiel auf der Winterberg, ein, zwei Kleinigkeiten haben wir hier mitgenommen. Also wir haben jetzt also hier einen größeren Fuhrpark, wie die Grundkarte hergibt. Dafür hatten wir natürlich uns auf der Winterberg auch dementsprechend das erarbeitet. Wir haben auch einiges gekauft, einiges gemacht. Also unser Grundkapital hier sind jetzt keine Hunderte von Tausenden Geräten oder sowas. Gräser schon von Euro. Wir haben auch einige Sachen noch gar nicht, zum Beispiel Häckselgeschichten und sowas sieht noch nicht nach aus. Also die Technik ist hier noch nicht an Bord. Das heißt also, das sind alles Sachen, die wir uns erstmal noch erarbeiten müssen, dementsprechend. Aber wir haben einige andere Sachen dafür schon da, was uns eigentlich, ich sag mal, einen einigermaßen vernünftigen Start bieten sollte. So, damit ihr jetzt hier nicht nur das komische Bildchen hier seht. Ja, das ist eins der Mitbringsel aus der Winterberg, wie ihr seht, den hatten wir gerade erst noch frisch gekauft. Da habe ich mir gesagt, okay, den lassen wir natürlich da jetzt nicht stehen. Den nehmen wir mit. Das, was ihr seht, das ist der ganz normale Händler. Hier fange ich jetzt einfach mal an mit meiner ganzen, ja, ich sag mal, kleinen Besichtigungstour, dass ihr seht, was bis jetzt passiert ist und was euch dementsprechend dann erwartet. Ich habe einige Sachen hier so ein bisschen modernisiert. Es ist nicht nur Schotterweg da, wie ihr seht. Ist hier auch ein bisschen Betongeschichten gelaufen. Also ich habe jetzt auch nicht nur die Sachen hingeklatscht, sondern auch teilweise noch so ein bisschen, ne? Das ist keine feine Straßenarbeit, ne? Aber hier ist ein bisschen was hingebracht worden. Zum Beispiel der erste Part, den ihr seht, das ist ein
Zulieferer für eine noch größere Produktion. Hier werden zum Beispiel Eier palettenweise produziert. Dementsprechend sind hier auch dann Hühner untergebracht. Ihr seht von den Beschriftungsgeschichten zwar in Englisch, aber eindeutig zu erkennen, was es ist. Ne? Also da holt man die Eier ab. Hier würde man den Mist anliefern. Ne? Hier sieht man, es sind die verschiedenen Fruchtgeschichten da, wenn man das auch nicht lesen kann. Weil man vielleicht sagt, Englisch nicht so mein Ding, aber das ist auch per Zeichen immer noch wunderbar zu erkennen. Ne? Auch wo Wasser hinkommt und was man dann so macht. Ja, und dann haben wir hier halt eine Variante, nämlich Eier auf Paletten. Das ist das, was hierbei rauskommt. Ja, hier gleich in der Nachbarschaft. Ne, also hier stand normalerweise nichts. Ich habe jetzt nichts abgerissen. Das ist einfach jetzt ein Wiesestreifen gewesen. Ich habe nicht mal ein Bäumchen angefasst dafür. Hier finden wir natürlich unsere gute Biodieselanlage. Auch die dementsprechend ist wieder da. Da seht ihr auch schon den Shell-Anhänger. Tank, der ist auch wieder mit dabei. Was hier noch dazugekommen ist, hier ist eine Verkaufsstation hier. Hier können wir dementsprechend verschiedenste Produkte verkaufen. Unter anderem können wir auch zum Beispiel hier auch Milch verkaufen und andere schöne Sachen. Haben also jetzt auch für Milch einen flexiblen Preis dadurch. Ja, wenn wir hier ein Stückchen weiterfahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Originalkarte jetzt genau angeguckt habt oder nicht. Wenn nicht, dann werdet ihr schon die Unterschiede sehen. Ich hätte extra beim Händler angefangen. Ihr seht ja, wie der Bogen läuft sozusagen. Ja, hier sehen wir die nächste größere Produktion. Hier sehen wir da oben, also und diesmal ist gar keine Beschriftung notwendig. Da oben sehen wir einen Donut. Richtig, darum geht's. Das ist der ganze Trick. Hier seht ihr selber, wir haben, ne, da werden die fertigen Donuts werden hier stehen. Hier seht ihr die Paletten auch. Hier wird es wunderbar verpackt, sodass man es alles super mitnehmen kann. Anliefern müssen wir natürlich hier Wasser, anliefern müssen wir hier Milch, anliefern müssen wir hier auch Pflanzenöl. Ne? Wir müssen Zucker anliefern. Ich fahre jetzt hier einfach mal eine Runde. Das ist immer die einfachste, bevor ich hier aussteige. Wir müssen Mehl anliefern natürlich und natürlich auch die Eier, deswegen auch die Eierfabrik. Aber ihr seht selber, es ist nicht nur das eine, also wir müssen viele Sachen produzieren, um das Ganze hier ans Laufen zu bringen. So, wir fahren jetzt hier einfach mal runter. Ja, ich habe hier ein Straßensystem angelegt, so gut es ging, also so gut es mir möglich war. Ich bin jetzt kein Modder oder Mapper. So, ja, was haben wir hier? Hier haben wir die Produktion von Pflanzenöl, wie ihr seht. Da muss man das Pflanzenöl laden. Das Ganze wird natürlich hier windmäßig betrieben, wie ihr seht. Also wir haben hier so, ne? Man muss halt die örtlichen Gegebenheiten ein bisschen mit ausnutzen. Hier müssen wir halt dementsprechend Ölfrüchte anliefern. Ne? Wieder Raps oder Sonnenblumen oder Soja halt dementsprechend. Dann produziert er uns hier unser Pflanzenöl, was wir zum Beispiel für die Donuts brauchen. Hier neben genau das gleiche Windradsystem, Mühle. Hier müssen wir anliefern entweder Weizen oder Gerste, um halt dementsprechend unser Mehl zu produzieren. Und auf der anderen Seite können wir das Mehl dann abholen. Ja, was wir hier noch Schönes haben, ist unsere Sojamilchfabrik. Ja, wie ihr seht hier mit allen drum und dran, allen, was da so zugehört. Ja, auch hier haben wir dementsprechend Straßen und Wege dementsprechend. Jetzt die Produktion stehen natürlich gerade alles. Da sind vielleicht irgendwo noch ein paar kleine Reste drin vom freundlichen Vorgänger, wo wir den ganzen Spaß von aufgekauft haben. Ja, das, was ihr dort seht, ist die Verkaufsstelle, die gehört zur Slowbee-Geschichte. Da werden auch die Bienen finden hier wieder an zu Hause, nachdem wir sie von der Winterberg mitgebracht haben, hätte ich fast gesagt, aber so ähnlich sieht es aus. Da vorne ist ein Verkaufspunkt, da können wir noch, da werden späterhin unsere Nudeln angeliefert. So, ja, wir fahren den Bogen zu Ende, sind auf dem Weg Richtung Hof. Da seht ihr schon wieder was, was hier original nicht steht. Weil hier habe ich nämlich wunderbarerweise einen schönen kleinen Unterstand gebaut. So. Ja, wie ihr seht, hat auch eine Auffahrt ganz normal von der Straße dementsprechend. Wir haben hier eine kleine Werkstatt. Wir haben die Saatgut- und die Düngerproduktion. Auch die Sachen sind dementsprechend hier mit an Bord. Auch die hatten wir auf der Winterberg hier auch dementsprechend laufen. Hier habt ihr, seht ihr die verschiedensten Hängergeschichten. Wir haben auch ein paar neue Mods dabei. Ne? Entschuldigung, wie zum Beispiel unser Ladewagen dementsprechend oder unser kleiner Hänger hier. Unser Güllefass ist zum Beispiel auch neu.
Wie gesagt, das ist aber alles was, das sehen wir dann in den Let's Plays, wir werden uns genauer kennenlernen. Das soll jetzt hier nur eine kleine Vorschau sein, die eigentlich schon eine große Vorschau ist. Ja, ne? Klar. Honigmilch will transportiert werden. Hier haben wir unsere besondere kleine Kollektion an, an Kottefässern dementsprechend, um die ganzen üblichen Sachen zu transportieren. Hier haben wir unsere Wiese, hier sind unsere Bienen, die fliegen hier wild in der Gegend rum. Ja, und dann kommen wir schon zur ersten Besonderheit. Das hier ist jetzt was, was ihr von hinten seht. Deswegen werde ich jetzt mal rumfahren. Ja klar, das Silo hier zum Beispiel, das ist original, da habe ich nichts dran gemacht. Aber diese kleine Fläche hier war mal eine kleine Wiese. Ich fahre jetzt einfach mal drauf. So, dann seht ihr nämlich jetzt hier, wir haben zur einen Seite haben wir unsere Bäckerei. Wir haben zur anderen Seite die, die Brauerei. Man sieht hier auch schon ein paar Ladewagen für unsere Palettengeschichten. Ja, das was ihr hier jetzt seht, das ist auch wieder was Neues. Das ist unsere Nudelfabrik. Auch hier können wir dementsprechend schön einmal rumfahren. Was wir jetzt hier dementsprechend sehen, ist die Futtermischgeschichte. Ne, das hier wird unser, unser Futter für die Kühe dementsprechend angemischt, was auch okay ist, weil genau da vorne sind die Kühe auch. Ja, die Halle, die ihr jetzt hier seht, die ist ja natürlich auch original, die war ja vorher auch da. Ja, hier ist der Schreiner-Part und hier wird also nachher die Bio, die Honigmilchgeschichte sein. Das ist genau original gesetzt, da müssen wir erst ein bisschen Bauchholz anliefern, dass das Gebäude auch produziert wird, genau wie es damals original auch auf der Winterberg war. Ja, und was wir hier am Ende noch haben, ist eine Palettenfabrik, weil darauf sind diesmal nicht nur die Nudeln und die Brauerei, nicht nur die Bäckerei und die Brauerei, sondern auch die Nudeln drauf angewiesen auf Paletten. Die Fahrzeuge, die ihr jetzt hier drunter stehen seht, die sind alle original mit dabei. Deswegen, also da habe ich im kleinen Rahmen nur was dran gemacht, die Sämaschinen, das eins, was jetzt hier mehr steht, ist der Streudünger, den ihr hier seht, das ist aus dem Kuhn-Paket. Alle anderen Sachen, die jetzt hier drunter stehen, und da vorne ist ein kleines Mähwerk von Liday. Aber wie gesagt, alles andere, die ganzen Sämaschinen, kleinen Traktorengeschichten, das ist alles original mit dabei. So, gut, ja, was ist denn noch neu? Traktorentechnisch habe ich einen Traktor weggelassen. Ich habe den Case 1455 weggelassen. Der war hier in der normalen Variante original auch drauf. Dafür haben wir jetzt unseren kleinen Ferguson hier dementsprechend stehen. 5600er. Mit Vorbauvariante und hier das, was ich jetzt fahre, ist einer aus der 7er Reihe. Ne? Habe ich gemacht. Warum Ferguson? Ganz einfach. Ist einer der Platinium-Hersteller, sag ich mal so. Weil der kleine Traktor, den ihr hier seht, also diese kleine Targa Cabrio-Variante da, ist auch von Ferguson. Die ist auch original mit dabei und die ist auch dadurch gekommen. Warum sind die, ist er hier und der Kleine da noch bei? Ganz einfach, die ganzen originalen Traktoren, auch der von Stara, die auch mit neu drin sind, alle keine Fronthydraulik. Also vorne mähen, hinten mit einem Ladewagen aufnehmen, nee. Deswegen das Umrüsten. Ne? Ja, gut, was haben wir noch Schönes? Es sind auf der Karte verteilt natürlich die diversen Verkaufspunkte, Stationen, wo wir was holen, anbringen, anliefern können. Das ist alles klar, dass, ne, wenn ich die Karte aber aufmache, dann seht ihr hier, ne, die Zuckerfabrik und so, das ist ja original, aber zum Beispiel haben wir hier noch den Bierverkauf, Palettenankauf, ne, Dieselankauf, Milchankauf, Milch können wir allerdings auch da produzieren. Hier seht ihr, ist der Dorfladen und der Nudelverkauf, da sind wir ja gerade dran vorbeigekommen. Ne, hier ist das Kaffeehaus, hier neben ist die, Biodieselfabrik, ne? Also so dementsprechend seht ihr, das war die kleine, das ist das kleine Rondell halt sozusagen. Da ist der Shop. So rum sind wir angefangen auf der Karte. So rum sind wir gefahren. Das ist unser Unterstand mit den ganzen Geräten. Ne? Wie gesagt, es sind das, was ihr gesehen habt, hier im Unterstand dazugekommen. Die zwei Traktoren und alles andere an sonstige Geräte, bis auf Streudünger und Mähwerk, ist original dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob das. Kommt es hin mit den Sägeräten? Haben wir genug Grubber? Was ist, ne? Also ich habe es jetzt erstmal hier stehen auf nicht pflügen und dreimal düngen. Wir können natürlich auch gerne wieder auch das Pflügen mit dazu nehmen. Einige von den Geräten, die neu dabei sind, übernehmen auch gleichzeitig das Pflügen. Deswegen wäre das vielleicht noch eine Variante. Könnt ihr aber dementsprechend ja gerne mal im Kommentarbereich schreiben, was ihr davon haltet. Auch die Feldaufteilung hier, das ist alles noch die Original drei Felder, die wir, ne? Auch im Original besitzen. Auch da habe ich nichts dran gedreht. Ja? So, okay. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten noch gemacht. Wir fahren mal hier rüber zum Lagerbereich. Da ist noch was passiert.
Fahren wir mal hier hinten rum, ist das Einfachste. Das ist normal Lager abgeben Geschichten. Da das aber jetzt zum Beispiel keine Silage, kein Mist, kein Stroh, kein nichts aufnimmt, habe ich hier natürlich ja, das Standardlager nochmal verbaut. Werde wahrscheinlich die Sachen weiterhin aber trennen. Also alles das, was ins normale, originale Lager geht, kommt da auch rein. Hier kommen halt nur Sondermaterialien rein oder Sondersachen. Die kleine Hütte, die ihr seht, das ist jetzt nicht kein Pförtner. Nein, das ist die Ladestation fürs Farming Tablet. Auch das habe ich jetzt auf der Karte hier an. Habe auch hier ein, zwei Schilder gestellt und auch ein, zwei Abpumpstationen gemacht, um halt auch unsere Milch selber an uns nehmen zu können, sozusagen. Hoffe, dass das dementsprechend auch funktioniert. Ich habe jetzt zwei Schilder gesetzt, weil ich echt nicht genau wusste, wo jetzt der Punkt ist. Hier hat man vieles, bloß eins nicht. Und das ist, wie ihr seht, es gibt keinen Kuhstall. Also kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, wo was wie im Original wäre. Ne? Da, hier holt man Mist, hier holt man Gülle. Ne? Und es gibt Wasser, es gibt einen Brunnen auf dem Hof, es gibt einen Brunnen hier vorne neben. Was ich noch eingebaut habe hier, das ist Original Silo, also das sieht vielleicht so hingebaut aus, ist es aber von mir nicht, das ist alles so original. Eins, was ich hier noch dazu gemacht habe, ist das Lager für die Gülle. Ne, dass wir das auch einlagern können. So, ja, eine Produktionskette habe ich noch vergessen. Wir haben natürlich die Donut-Geschichte, sowas habt ihr alles gesehen. Ich werde jetzt mal hier rüberfahren. Auch der Verkehr sieht hier ein bisschen anders aus, wie ihr seht. So, und an den südamerikanischen Gedanken angeheftet, habe ich noch eine andere Produktion mit reingenommen, die ich auch noch nirgends hatte. Genau wie die Donut-Geschichte nicht, wie die Eier-Geschichte nicht, Pflanzenöl-Geschichte nicht. Und dieses hier ist eine Kaffeeplantage. Ja, hier werden wir Mist anliefern, wie ihr seht. Wir werden hier Saat anliefern, wie ihr seht. Wir werden hier dementsprechend die Kaffeebohnen dementsprechend dann abholen können. Ne? Das ist, ist das Produktionsschiff, was ihr seht. Und hier vorne soll Wasser angeliefert werden. Und dann wird wohl aus dieser kleinen Plantage hier unsere Kaffeeproduktion. Ja, was machen wir mit den Kaffeebohnen, ist natürlich die nächste Frage. Das erledigt sich hier in der nächsten Halle, auf die wir jetzt gerade zufahren. Da oben seht ihr den freundlichen Kerl. Hier ist Cool Beans sozusagen. Also hier wird unser Kaffee produziert. Ne, da nehmen wir nachher den Kaffee mit. Da seht ihr, wie es aussieht. Palettenmäßig gemacht. Dafür müssen wir natürlich, klar, hier den Kaffee hinbringen. Und hier den Treibstoff. Deswegen auch natürlich die Biodieselproduktion, dass wir das Ganze selber handhaben können. Und hiermit wird natürlich dementsprechend dann die Rösterei betrieben und hier können wir dann unsere Kaffeebohnen abholen. Ne? Und hier auch den gerösteten Kaffee danach abholen. Sowohl der geröstete Kaffee wie auch die Kaffeebohnen zum Beispiel könnten wir jetzt auch verkaufen direkt drüben in dem kleinen Shop, den ihr gesehen habt, der neben der Raffinerie dementsprechend Platz gefunden hat. Ja, wie gesagt, einzelne Verkaufspunkte, wie die aussehen, die werde ich jetzt nicht anfahren. Ne? Ihr habt das gesehen bei den Nudeln, ne? Da ist ein Feld auf dem Boden. So simpel ist es halt bei vielen anderen halt auch. Ne? Manchmal ist es auch nur ein kleiner Zapfhahn, wo wir halt Milch oder Diesel anliefern können, wenn wir was verkaufen wollen. Das ist der ganze Part in dem Sinne. Ja, hier vorne im Haupthaus und sowas habe ich dementsprechend auch noch nichts geändert. Das heißt, da werde ich auch wohl nichts ändern. Tiere, ja, ich habe diesmal auf die Schafe verzichtet. Keine Schafe. Die Schweine haben einen extra kleinen Bereich dementsprechend. Den sieht man auf der Karte auch. Der ist hier oben angesiedelt. Ja, da ist ein Brotverkauf daneben und das, was am Brot halt nicht verkauft wird, kriegen halt die Schweine. Passend gesagt, wir haben natürlich auch ein Heizkraftwerk dementsprechend mitgesetzt. Also sind so viele Sachen, die hier noch so ein bisschen verteilt sind, die dazugekommen sind. Ne? Ja, hier seht ihr die Kühe. Das erste Mal, ich habe jetzt hier mal ein paar, wir haben 70 Kühe, nee, wir haben 50 Kühe, ich will jetzt nicht lügen, wir gucken mal ganz fix. So, wir haben 50 Kühe und 70 Schweine. Ich konnte es natürlich jetzt von den Höfen nicht mitnehmen, das wäre viel zu kostspielig gewesen, Lebendtiere zu transportieren. Ne? Und auch nicht so gesund wie die Tiere. Ihr seht selber, die sind so ein bisschen gräulich, ein bisschen beige, ein bisschen braun. So sehen sie aus. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und ja, die trotten so gemütlich vor sich hin. Neugierig sind es auch, wie ihr seht. Ja, nicht über den Haufen laufen. Na, wie gesagt, mit der Milch. Ich möchte natürlich die Milch selber hier gerne abholen können. Ob das genau der richtige Punkt hier ist, ob die Schilder richtig stehen. Ne, sagt euch, wenn das Licht angeht, oder wie hieß das damals noch? Nein.
können wir natürlich jetzt momentan so auch nichts draus machen. Müssen wir halt dann gucken, ob alles richtig läuft. Ne? Deswegen sage ich, die Karte ist jetzt so sehr schon fertig. Es gibt so noch zwei, drei Sachen, die man vielleicht sogar noch setzen könnte. Ne? Momentan habe ich zum Beispiel die Weberei nicht gesetzt, weil ich keine Schafe habe. Ne? Theoretisch gesehen, aber möglich, die dementsprechend noch zu setzen. Was ich jetzt momentan hier auch nicht gesetzt habe, was nachher im späteren Verlauf des Spiels aber Sinn macht, ist natürlich auch zum Beispiel die Castor Food Geschichte mit der ganzen Fleischverarbeitungsgeschichte und sowas, ist dementsprechend auch noch machbar. Man muss immer bedenken und gucken, wie es geht, weil der Knackpunkt ist, ihr seht es selber vielleicht, wenn ihr euch die Karte so anguckt, bällig, hügelig, selten gerade Flächen. Ne? Also diese kleine Wiese hier neben dem Hof, da war ich schon sehr froh, dass wir hier das meiste so unterbringen konnten, halt dementsprechend. Ne? So, ja, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Fallen euch noch irgendwelche Produktionen ein, die ich noch nicht habe? Also, ich muss mal gucken. Ich bin gerade noch am Gucken nach einer platzierbaren, schönen, vernünftigen Molkerei. Das wäre noch eine schöne Geschichte, wo wir halt auch, was weiß ich, Joghurt, Butter oder sowas ähnliches produzieren könnten. Das fehlt in der Sammlung noch. Wie gesagt, der Castor Fleischverarbeitungspart ist hier noch nicht mit bei. Wir haben die Wollgeschichte hier noch nicht drin. Was wir auch noch mit reinnehmen könnten, was aber auch schon als Mod hier bei mir drin ist, ist zum Beispiel der Kompostmaster. Den habe ich hier auch noch nicht gesetzt. Es wird sonst auch irgendwann mal langsam voll. Ne? Also ich meine, ich habe sie jetzt schon relativ gut voll gebaut. Ich finde einigermaßen kompakt beieinander. Die größten Bereiche der Karte sind eh komplett unberührt, sag ich mal so. Wenn ihr jetzt hier die Karte an sich anguckt und meinen Mauszeiger folgt, wir haben es hier am Hof, mit ein klein bisschen auf der Straße, hier einen kleinen Streifen und hier die kleine Ecke. Das ist das Einzige, wo ich größere Eingriffe in der Karte gemacht habe. Den Rest, bis auf ein paar kleine Verkaufspunkte, aber wie gesagt, das sind meist nur Felder auf dem Boden, habe ich halt nichts dran verändert. Also der Hafenbereich, die kleine Stadt, Speicher, Hühner, Zuckergeschichten, ist nichts mit passiert. Ne? Felder und sowas habe ich nichts dran gemacht. Wie gesagt, ich bin kein Mapper. Ich konnte halt nur mit platzierbaren Sachen arbeiten und mit der berühmten Rolle, um die Bodenstrukturen anders aussehen zu können. Das ist alles, was ich hier benutzt habe. Ne? Also sagt jetzt nicht hier jetzt noch einen Winkel mehr oder sowas. Ich bin nicht der Profi da drin. Ich versuche mir Mühe zu geben. Wenn ich noch irgendwas finde, was nicht so schön aussieht, versuche ich das auch noch zu korrigieren. Aber im Groben und Ganzen ist es schon nicht ganz so schlecht. Die hier stehen so leicht versetzt zueinander. Wie gesagt, hier wird es dann den Bienenpart geben. Wir kriegen dann Honigmilch ran. Wir haben Verkaufsstationen. Wie gesagt, es ist halt sehr, sehr viel da. Wenn wir die Reihe hier jetzt mal gucken und ihr seht hier die normalen Standardfrüchte. Und ich blätter das durch. Das ist natürlich hier der neue Zuckerrohr, der dazugekommen ist. Zu der Donutfabrik gehört normalerweise auch noch eine Milchproduktion, die ähnlich arbeitet wie die Sojamilchfabrik. Bisschen einfacher, deswegen habe ich die Sojamilchfabrik gelassen und wir haben ja auch Kühe für Milch. Die Produkte aus Sojamilch, also Sojadrink muss man jetzt ja sagen, und die Milch der Kühe funktioniert auch mit der, also soll auch, ich habe es natürlich jetzt nicht probiert, funktionieren mit der Donut-Geschichte. Genauso wie auch Zucker gleich Zucker ist hier in dem Sinne, das heißt, ich brauchte auch die Zuckerproduktionsvariante aus dem Donut-System nicht mit übernehmen, weil wir eine Zuckerfabrik hier haben und natürlich unsere unsere Donuts halt produzieren werden mit dem Zucker aus Zuckerrohr. Ja, wenn wir hier die üblichen Sachen so sehen, ne, ich kann den ganzen Kram mal so ein bisschen durchblättern hier. Hier seht ihr, jetzt haben wir tatsächlich auch Milchpreise, wo es was gibt sozusagen. Wir haben hier die ganzen üblichen Verdächtigen, sag ich mal so. Wir haben hier die Silage-Geschichten, wie ihr hier seht. Und hier kommen halt die neuen Sachen dazu. Ne? Wir haben halt hier Brot mit drin. Ne? Wir haben hier den Kaffeepart mit am Start. Ne? Das sind halt die Bohnen, das ist der Kaffee an sich. Ne? Dann haben wir halt Mehl und Zucker und das sind Eier und Pflanzenöl und Donuts und Bier und Kompost und ne? Von bis zu Honig, Milch. Dann, daneben ist halt die Wollgeschichte und sowas noch mit drin. Das hier sind Nudeln und Palettengeschichten. Da ich die Mod noch nicht aktiviert habe, ist hier jetzt zum Beispiel Fleisch und Wurst noch nicht mit drin in der Reihe. Aber ihr seht, es ist schon gut was zu tun. Und ich hoffe, dass es auch vernünftig funktioniert und ich hoffe, dass es euch auch gefällt.
Wie gesagt, das hier ist das. Hierhin sind die guten Mitarbeiter und die Bauern geflohen von der Winterberg und von der Drei-Stern-Hof. Ne? War insgesamt nicht so mehr die beliebtesten Sachen von den Zuschauerzahlen her. Deswegen hoffe ich, dass wir mit den ganzen neuen Karten und mit den neuen Produktionen und den neuen Geräten ein bisschen frischen Pep hier reinbringen. Und ich hoffe, dass ihr als Winterberg und Drei-Stern-Hof-Schauer euch dann hier dementsprechend dann auch wohlfühlt. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, eine nicht ganz unwesentliche Sache, werde ich hier fortführen. Das ist die Grundregel aus der Winterberg. Ich werde keine normalen Feldfrüchte verkaufen. Also alles das, was ihr jetzt hier shopmäßig normal seht, also auf gut Deutsch, das, was ihr jetzt hier seht, der erste Block, ne, weil danach fangen ja im Prinzip schon Produktionsgeschichten oder produzierte Sachen an, ne, Milch und was weiß ich. Die werde ich verkaufen, aber alles, was ihr hier vorne seht, die normalen Standardfrüchte und Kartoffeln und was es auch immer ist, die landen nur in Produktion und wir werden auch nur die produzierten Sachen verkaufen, genauso wie wir es auf der Winterberg auch gemacht haben. Also das ist eine Regelgeschichte, die ich übernehmen werde. Die Regel mit den Arbeitsbreiten und den 100 PS maximal von der Drei-Sternhof, die muss ich leider ad acta legen. Die Regel hat es hier nicht überlebt, sozusagen. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich von der Winterberg Sachen mit übernommen haben, die halt mehr PS haben. Und dass die Sachen aus der Platinum-Edition die Geräte auch schon größere Arbeitsbreiten teilweise haben. Dass wir natürlich jetzt sagen wollen, ne, klar, das ist jetzt im Vordergrund. Hier geht es jetzt darum, dass das grobe Beste aus Winterberg und Dreisternhof zusammen mit den Platinum-Editionen. Bisschen Kuhn-DLC. Ich habe jetzt natürlich jetzt nicht das Big Bad angemacht. Das ist nicht so das Wesentliche. Ne? Weil wir jetzt Feld 29 ansehen, das sind 11 Hektar. 11,5. Ne? Also wie gesagt, wir sind hier schon im normalen Bereich. Wir haben natürlich schön viele Felder hier dicht beieinander, wo wir auch die verschiedensten Sachen anbauen können. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es das vernünftig alles klappt. Ich hoffe, dass es das alles soweit läuft. Ich habe jetzt auch noch gut eine Woche. In der Zeit werde ich das wohl den letzten Feinschliff hier auch reinkriegen. Ihr seht selber, wir sind angefangen, da stand die Uhr auf 14 Uhr. Ihr wisst, wenn man ein Spiel startet, das ist früh morgens, dann wisst ihr, wie viele Stunden ich schon rumgedoktert habe. Es ist ja nicht nur das einfache Hinsetzen, man muss natürlich auch gucken, passt die Platzierung, steht die Sache gerade, kriegt man es alles unter, wie macht man es, wie legt man es, ja, ne, so ist es dann halt. Ja, aber, was soll ich groß sagen? Jetzt habe ich so viel rumgelabert, das gibt's gar nicht. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, der erste Eindruck für euch ist gut. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr zum Beispiel sagt, hier, ne, oder habt zum Beispiel noch eine schöne Molkerei für mich, platzierbar muss sie sein. Also mit dem Editor kann ich leider nichts anfangen. Wenn ihr noch eine platzierbare Molkerei habt oder sowas, schreibt einfach hin, auf welcher Seite und wie der Mod heißt. Also bitte keine Links, die werden meistens, landen die gleich im Spam-Bereich. Deswegen einfach dann im Kommentarbereich schreiben, was ihr dann noch so vorschlagt und wo ihr das gesehen habt. Ja, im Groben und Ganzen war es das. Ich hoffe, dass euch der Ansatz gefällt. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Menge Sachen, die wir auch noch anschaffen und ausbauen müssen. Wir haben ein bisschen Grundlage da. Wir sind natürlich jetzt gerade nicht die Reichesten, wie ihr seht, ne? 75.000, das ist natürlich nicht so die Superknüllersumme. Aber wie gesagt, wir haben auch ein paar Möglichkeiten da, was noch draus zu machen halt, ne? Ja. Was soll ich sagen? Das war's. So einfach ist es. Das war die kleine Vorstellung, das bisschen Vorschau, was es hier so gibt für die Karte. Ich hoffe, dass wir natürlich dann alle fleißig mit dabei sein. Wie gesagt, Sonntag, 26. November geht das Ganze hier am Start. Da startet das Let's Play. Bis dahin hoffe ich dann, dass ich von euch auch vielleicht noch einen Tipp gekriegt habe für eine Molkerei oder wo man sonst noch gucken kann, was ihr sonst noch Schönes findet. Und was es sonst an Produktionen gibt. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, Produktionen zum Beispiel, die jetzt spezifisch auch in den südamerikanischen Bereich jetzt reinpassen oder sowas. Wie gesagt, würde ich mich dann sehr darüber freuen, über eure Kommentare. Hoffe, dass es euch gefällt. Hoffe, dass die Leute von der Winterberg und von der Drei-Sternhof nicht zu traurig sind. Wie gesagt, diese Woche gibt es dementsprechend noch, also wenn am Sonntag hier die neue Folge läuft, dann wird auch die letzte Folge von der Drei-Sternhof und von der Winterberg laufen. Und am Montag kommt für alle, die dann diese Vorschau nicht gesehen haben, jeweils bei den Let's Plays noch ein kleiner Hinweis, dass es hier dann weitergeht. Und das, was ihr dann die Leute verpasst haben, ist die Vorstellung und die erste Folge. Und das kann man ja schnell nachholen. Also selbst wenn jetzt Winterberg und Drei-Sternhof-Schauer,
diese Vorschau nicht gesehen haben, werdet ihr den Einstieg dann hier auch noch locker finden können. Ja, so, jetzt ist das ganze Geschwafel zu Ende. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann am nächsten Sonntag, den 26. November, mit einsteigen würdet in die ganze Geschichte und der neuen Karte und meinen kleinen Umbauten hier eine Chance gebt. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Bedanke mich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Wenn euch die Idee grundsätzlich gefällt, würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, um auch zu zeigen, dass ihr mir auch zeigen könnt, ja, das ist das, was wir sehen wollen. Eine schöne Geschichte, schöne Produktion. Weiter so. Und ich freue mich natürlich auch genauso gut über ein Abo, wenn ihr dementsprechend auf dem Laufenden bleiben wollt, immer mit dabei seid, dann würde ich mich auch darüber sehr freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank und ja, bis auf in meine anderen Let's Plays, die gibt es natürlich noch weiterhin und ab Sonntag laufen wir dann hier dementsprechend auf. Ja, vielen Dank und bis Sonntag oder in den anderen Let's Plays.